Kapitel 9.8. Kann man den Propheten Muhammad sehen? Dies ist der andere Bereich von Visionen, die zu einem bestimmten Grad zu einer Quelle der Verwirrung und Prüfung unter den Muslimen geworden ist. Menschen behaupten, dass sie den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, gesehen und von ihm spezielle Leitung erhalten haben. Manche behaupten, dass ihre Visionen in Träumen vorkommen, während andere aussagen, dass sie ihn in wachem Zustand gesehen haben. Jene, die solche Behauptungen aufstellen, werden gewöhnlich von den Massen verehrt. Sie führen oft verschiedene religiöse Neuerungen ein und schreiben sie dem Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, zu. Die Grundlage für diese Behauptungen ist in dem von Abu Huraira, Abu Qatada und Jabir ibn Abdullah überlieferten Hadith zu finden, in dem der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Wer mich im Traum gesehen hat, hat mich in der Tat gesehen. Denn Satan kann nicht meine Gestalt annehmen. Es gibt keinen Zweifel daran, dass dieser Hadith sahih, also authentisch und zuverlässig ist. Daher kann er weder verneint noch abgelehnt werden. Jedoch gibt es einige Punkte, die hinsichtlich seiner Bedeutung genannt werden sollten. Punkt A. Der Hadith bestätigt die Tatsache, dass Satan sich in verschiedener Gestalt in die Träume begeben und den Menschen zum Irrweg einladen kann. Punkt B. Der Hadith sagt aus, dass Satan nicht die wahre Gestalt oder Erscheinung des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, annehmen kann. Punkt C. Der Hadith bekräftigt auch die Tatsache, dass die Gestalt des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, in Träumen gesehen werden kann. Da der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, diese Aussage über Träume gegenüber seinen Gefährten gemacht hat, die seine wahre Erscheinung kannten, bedeutet er, dass wenn jemand, der ganz genau die eigentliche Gestalt des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, kennt, jemanden im Traum sieht, der zu dieser Beschreibung passt, sicher sein kann, dass Allah ihn mit einer Vision über den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, gesegnet hat. Das ist so, weil Allah dem Satan die Fähigkeit verwehrt hat, die wahre Gestalt des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, anzunehmen. Jedoch bedeutet dies zugleich, dass der Satan in Träumen jener, die die wahre Gestalt des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, nicht kennen, erscheinen und behaupten kann, dass er der Gesandte Allahs sei. Damit kann er dem Träumenden religiöse Neuerungen vorschreiben oder ihm einflüstern, dass er, also der Träumende, der Mahdi, der erwartete Reformer, oder sogar der Prophet Isa, also Jesus sei, der gegen Ende der Tage zurückkehren wird. Zahllos sind die Personen, welche religiöse Neuerungen begonnen oder solche Behauptungen auf Träumen basierend aufgestellt haben. Die Menschen neigen insbesondere dann dazu, solche Behauptungen anzunehmen, wenn sie ein falsches Verständnis von dem oben genannten Hadith haben. Da die Scharia vollständig ist, muss die Behauptung, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, in Träumen mit neuen Zusätzen kommt, falsch sein. Solch eine Behauptung impliziert eine von zwei Dingen. Erstens, entweder, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, seine Aufgabe zu Lebzeiten nicht erfüllt hat, oder zweitens, dass Allah sich nicht der Zukunft der Umma bewusst war und daher nicht die notwendigen rechtskräftigen Befehle zu Lebzeiten des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, ausgab. Beide Implikationen widersprechen den grundlegenden Prinzipien des Islam. Die Behauptung, den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, nach dessen Tode in wachem Zustand zu sehen, geht über die Grenzen des Hadith in das Unmögliche hinaus. Jede Vision, die in dieser Form vorkommen sollte, ist ohne Zweifel eine satanische Erscheinung, egal wie das Ergebnis auch sein mag. Während der Nachtreise des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, nach Jerusalem und von dort aus in die Himmel, zeigte Allah ihm auf wundersame Weise eine Anzahl früherer Propheten, und der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sprach mit ihnen. Jene, die behaupten, den Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, im Wachzustand gesehen zu haben, versuchen sich selbst auf eine Ebene mit dem Propheten,
Friede und Segen seien auf ihm, zu stellen. Jede Form solcher Neuerungen im Islam, seien sie auf der Grundlage von Visionen über den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, oder anderer Art, sind vollkommen inakzeptabel, da der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, dies in zahlreichen Aussagen untersagt hat. So überlieferte Aisha, dass Allahs Gesandter, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Wer auch immer in dieser unserer Angelegenheit, das heißt dem Islam, etwas einführt, was nicht dazugehört, der wird es abgelehnt bekommen.